Immer wieder versucht eine Mutter, ihre 9 und 11 Jahre alten Töchter telefonisch zu erreichen. Schließlich alarmiert die besorgte Frau am Nachmittag die Münchner Polizei, weil sie sich Sorgen um ihre Kinder macht, die sich zu diesem Zeitpunkt beim Vater aufhalten. Als die Beamten in das Reihenhaus des Mannes im Stadtteil Trudering dringen, machen sie eine grausige Entdeckung. Jede Hilfe kam zu spät. In einem Reihenhaus im beschaulichen Osten von München fand die Polizei gestern am frühen Abend die Leiche eines Mannes und seiner beiden Töchter. Die Mutter hatte sich Sorgen gemacht, weil sie ihre Kinder 9 und 11 Jahre alt nicht erreichen konnte. Als Beamte die Wohnung öffneten, fanden sie die beiden Mädchen und ihren Vater tot auf. Es wurde ein Abschiedsbrief gefunden, aus dem hervorgeht, dass der 50-Jährige vermutlich erst die beiden Kinder und dann sich selbst umgebracht hat. In dem Brief gesteht der Vater der Mädchen die Tat, beschreibt, dass ihm der Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau zu viel geworden sei, er die Trennung nicht verkraftet habe. Nachbarn sind schockiert, viele erlebten ihn als fröhlichen Menschen und liebevollen Vater, der immer für seine Töchter da war. Ganz ruhiger Typ und höflich und nett und überhaupt nicht auffällig. Ich wohne hier schon sehr lange, es ist ruhig, angenehme Leute. Dass sowas in der Nachbarschaft passiert, ist eben für mich doch recht, war erschrocken. Er war immer bei mir und hat sich Werkzeug geholt und so. Er hat immer gern da handwerklich sich betätigt, Hasensteuer oder bauen. Wie genau die Mädchen ums Leben gekommen sind, wird nun eine Obduktion klären. Die Mutter wird seit gestern vom Kriseninterventionsteam betreut.